Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit den institutionenökonomischen Grundlagen oder auch ÖAR 1. Wir sind in der zweiten Vorlesung dieser Woche angekommen. Das ist also Sitzung Nummer 6. Genau, wir hatten in der letzten Sitzung angefangen, uns genauer anzuschauen, wie das bei einseitiger Schadensverursachung ist. Mit den Anreizen und mit der Effizienz. Und heute machen wir das Ganze ein bisschen komplizierter und schauen uns die beidseitige Schadensverursachung an. Wie auch schon in der letzten Vorlesung gilt, mir ist es eigentlich egal, wo Sie es nachlesen oder ob vielleicht überhaupt nicht nachlesen. Vielleicht reicht Ihnen es ja auch so, wie ich es Ihnen erkläre. Sie können das entsprechende Kapitel im Schäfer und Ott oder im Kutter-Julen einfach selber nachlesen. Am besten natürlich beide. Aber das überlasse ich ganz Ihnen. So, wir sprechen bei beidseitiger Schadensverursachung von sogenannten reziproken Schäden. Ne, mit reziproken Schäden meinen wir, dass sowohl Schädiger als auch Geschädigter etwas zur Vermeidung von Schäden tun können. Ne, das ist realistisch. Denken Sie an das Beispiel, das ich in der letzten Vorlesung angefangen hatte. Ich mache eine Reparatur auf einer Leiter an der Hauswand. Und sie laufen dran vorbei und bleiben mit der Handtasche dranhängen. Okay, und dabei entsteht ein Schaden. Es ist klar, wer hier Geschädigter und wer der Schädiger ist. Wobei selbst das nicht unbedingt klar sein muss. Ich könnte ja auf sie drauffallen. Aber noch viel unklarer ist die Definition des Verursachers. Wer hat hier den Schaden verursacht? Okay. Anderes Beispiel, ein bisschen größer angelegt wäre, dass in einer Gemeinde Schaden am Trinkwasser entsteht, dadurch, dass Landwirte ihre Felder düngen. Okay, spontan, wenn wir nicht mehr wissen, würden wir sagen, klar, die Landwirte sind die Verursacher. Aber was wäre denn, wenn die Landwirte schon seit langem ihre Felder so düngen, wie sie es tun, und erst vor kurzem wurde in der Nähe der Felder von den Wasserwerken einen Brunnen angelegt, um Trinkwasser zu fördern? Wer ist jetzt der Schadensverursacher? Jetzt ist es nicht mehr so klar, die Antwort. Und aus ökonomischer Sicht können wir sagen, sind beide Verursacher. Den Schaden gibt es nämlich nur, weil zwei verschiedene Parteien dieselbe Ressource nutzen wollen. Und das können wir auch verallgemeinert ausdrücken. Schäden gibt es nur, wenn zwei Parteien auf dieselbe Ressource zurückgreifen. Ne? Wobei wir den Begriff Ressource relativ weit fassen. Und wenn es so ist, dass wir zwei Parteien brauchen, damit ein Schaden entsteht, dann sind auch beide Mitverursacher. Schauen wir uns das ein bisschen konkreter an. Wir unterstellen, wir haben Schäden, die dadurch beeinflusst werden können, wie vorsichtig beide Beteiligten sind, also Schädiger und Geschädigter. Der Geschädigter, sagen wir mal, das ist der Mensch, der auf der Leiter war, entscheidet hier über die Zeilen. Entscheidet also, ob er 0 Vorsicht spielt, 12 oder 24, also sowas wie kein, mittel oder viel Vorsicht. Und der Schädiger, also der mit seiner Tasche an der Leiter hängen geblieben ist, entscheidet über die Spalten. Er entscheidet sich auch zwischen keine Vorsicht, also 0, bisschen Vorsicht, 10 oder viel Vorsicht, 20. Ja? Ganz bewusst sind hier die Zahlen so gewählt, dass sie nicht genau gleich sind, einfach nur, um klarzumachen, dass es nicht immer so sein muss. Und Sie merken jetzt schon, ne, wenn beide Parteien immer Mitverursacher des Schadens sind, dann macht die Bezeichnung Schädiger und Geschädigter nicht mehr ganz so viel Sinn. Wir behalten sie trotzdem bei, damit die Bezeichnungen übersichtlicher sind, als wenn wir Partei A oder Partei B sagen würden. Ne? Da kann man leicht durcheinander kommen, wenn man immer sagen muss, die eine Partei und die andere Partei. Also sagen wir der Einfachheit halber Schädiger und Geschädigter. So, aus diesen unterschiedlichen im Sinne der Spieltheorie können wir von diesen gewählten von dieser gewählten Sorgfalt, das können wir auch Strategien nennen. Das heißt, wenn jeder drei verschiedene Niveaus an Sorgfalt spielen kann, an Vorsicht, dann haben wir 9 Strategienkombinationen, die mit unterschiedlichen Schaden, mit unterschiedlichen erwarteten Schadenshöhen verbunden sind. Okay? Sie sehen, der Schaden ist hier schon eingetragen in der Tabelle und wir sehen, der Schaden ist am allergrößten,
wenn beide ganz unvorsichtig sind oder also gar keine Vorsicht spielen. Und der Schaden ist am kleinsten insgesamt, wenn beide maximale Vorsicht spielen. Okay, und alles, was dazwischen liegt, ist, kann man genauso argumentieren. Okay, wenn beide mittlere Vorsicht spielen, ist der Schaden kleiner, als wenn nur einer mittlere Vorsicht spielt und der andere gar keine. Okay, und genauso können wir den Rest der erwarteten Schäden hier erklären. Ich denke, das ist klar. Das sind nur die Basics. Das Ganze können wir uns auch grafisch anschauen. Wir haben ja gesagt, wir haben unterschiedliche Vorsichtsniveaus des Geschädigten. In dieser Grafik hier ist die Sorgfalt des Schädigers auf der X-Achse abgetragen und die erwarteten Schäden insgesamt. Und wir haben jetzt natürlich hier keine. Wir haben hier keine Achse für die Sorgfalt des Geschädigten, also müssen wir unterschiedliche Erwartungsschadenkurven einfach für jedes Niveau der Sorgfalt des Geschädigten uns anschauen. Ach ja, noch eine Verallgemeinerung. Eben haben wir gesagt, der Schädiger kann genau drei Sorgfaltsniveaus wählen, entweder 0, 10 oder 20. Und das verallgemeinern wir jetzt ein bisschen, statt es zu vereinfachen und sagen, er kann alles zwischen 0 und 20 wählen. Okay? Und das heißt, wir können die Sorgfalt des Schädigers hier stetig abtragen auf der Achse. Und dann könnten wir uns solche Grafiken hier vorstellen. Ne? Das hier wäre die Kurve des erwarteten Schaden, wenn der Geschädigte 0 Vorsicht spielt, in Abhängigkeit davon, wie viel Sorgfalt der Schädiger genau wählt. Ne? Wenn der Schädiger 10 wählt, hätten wir dieses Niveau an erwarteten Schäden. Und Sie sehen, je mehr Sorgfalt der Schädiger wählt, gegeben, dass der Geschädigte 0 wählt, desto niedriger wird der erwartete Schaden. Und Sie können sich vorstellen, diese erwarteten Schadenskurven liegen natürlich immer tiefer, je mehr Sorgfalt der Geschädigte, mehr annehmen, dass der Geschädigte spielt. Okay, so kann man sich das ganz einfach grafisch vorstellen. Noch allgemeiner wäre es natürlich, wenn beide Parteien ihre Sorgfalt stetig wählen könnten. Ne? Wenn wir auch irgendwie abtragen könnten, dass der Geschädigte jedes Niveau zwischen 0 und 20 wählen kann. Wie das aussehen kann, schauen wir uns jetzt an und dazu müssen wir nochmal in die Tabelle schauen. Und zwar haben wir bis jetzt nur die Erwartungsschäden eingetragen, aber noch nicht die Gesamtkosten. Was sind denn die Gesamtkosten? Sie ändern sich an die letzte Vorlesung. Gesamtkosten sind immer Schadenskosten, also erwarteter Schaden plus Sorgfaltskosten. Okay? Wie sind die Gesamtkosten im ersten Feld oben links, also hier? Wir haben erwarteten Schaden von 45 plus Sorgfaltskosten von 0 beim Geschädigten plus Sorgfaltskosten von 0 beim Schädiger macht insgesamt immer noch 45. Okay. Darunter können wir uns überlegen, Gesamtschaden ist 30 plus Sorgfalt des Schädigers 0 plus Sorgfalt des Geschädigten 12 macht Gesamtkosten von 42. Genauso können wir jetzt weiter durchgehen. Hier sind es 44. So. Und das können wir jetzt natürlich auch grafisch abtragen, so wie eben. So, wir haben jetzt zunächst die erwarteten Gesamtkosten, wenn der Schädiger x spielt und der Geschädigte 0, so wie eben. Das ist die rote Linie hier. Die blaue Linie zeigt uns die Gesamtkosten. Achso, sorry, das hier ist nur die Erwartungsschadenkurve, ne? Die Gesamtkostenkurve, die liegt irgendwo da drüber, klar, weil es ja die Summe aus dem Erwartungsschaden und der Sorgfalt ist.
Sie sehen, das hier ist die Gesamtkostenkurve, wenn der Schädiger irgendein Niveau X wählt und der Geschädigte 0. Ne? Dann ist das der Schaden plus die Sorgfalt X plus Sorgfalt 0 des Geschädigten. Genauso können wir die Gesamtkosten einzeichnen für höhere Sorgfaltsniveaus des Geschädigten. Das sieht dann so aus. Und die Grünlinie für ganz hohe Vorsicht des Geschädigten. Und Sie können sich vorstellen, das Kostenminimum insgesamt ist irgendwo in der Mitte der blauen Linie. Ne? Also, das sieht man hier nicht so ganz genau, weil es relativ flach verläuft, aber Sie sehen, es ist trotzdem ein bisschen gekrümmt, also wahrscheinlich irgendwo hier. Ne? Aber das sehen wir besser, wenn wir da ein bisschen reinzoomen. Ja, ich denke, und nur das obere betrachten, dann sehen wir die Krümmung besser und ich denke, irgendwie hier sollte das Gesamtkostenminimum sein. Das können wir uns noch viel allgemeiner anschauen. Wir haben jetzt hier eine ganz andere Schadensfunktion, die nichts mit dem Beispiel eben zu tun hat, aber zu einem also zu einem gleichen Bild führt. Ja, die sieht jetzt sehr kompliziert aus, aber das ist einfach nur ein Beispiel, wie man eine konvexe Funktion in Abhängigkeit von zwei Variablen erzeugen kann. Und das dabei kommt dann Folgendes raus in einem dreidimensionalen Bild, weil wir ja weil wir ja drei Dimensionen haben. Ne? Wir haben den erwarteten Schaden, wir haben die Sorgfalt des Schädigers und wir haben die Sorgfalt des Geschädigten auf dieser Achse. Okay, das heißt, ganz hier rechts unten im Bild wäre, wenn beide maximale Vorsicht spielen und hier hätten wir dann, wenn beide 0 Vorsicht spielen. Okay, und dann ergibt sich hier so eine Art, na, wie soll ich sagen, eine gekrümmte Ebene, okay, eine konvexe Ebene. Ne? Und die Höhenniveaus in dieser Ebene sind farbig gekennzeichnet. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und Sie sehen, ja, also ich sollte nochmal dazu sagen, die Ebene repräsentiert dann den erwarteten Schaden. Okay, das ist wie die gezeichnete Linie eben in der Grafik, bloß dass wir jetzt hier nicht mehr eine Linie haben, sondern eine Fläche. Klar, weil es eine dreidimensionale Grafik ist. Hier oben sehen wir, ist der erwartete Schaden am höchsten, wenn beide wenig Vorsicht spielen. Und Sie sehen, je mehr Vorsicht beide spielen, desto geringer sind die erwarteten Schäden und haben dann im Minimum irgendwo hier unten im blauen Teil. Ne? Und analog können wir die Vorsichtskosten abtragen von beiden, also x plus y, und daraus ergibt sich dann hier so eine Ebene, weil es ja eine Linearkombination nur ist. Da ist keine Krümmung drin, das ist eine gerade Ebene. Und wozu brauchen wir das? Sie haben es schon geraten, wir wollen beides addieren. Ne? Wir wollen ein Gesamtbild haben, um die gesellschaftlichen Gesamtkosten abzutragen. Und das sieht dann so aus. Und das ist natürlich sehr schön. Es kommt eine Art Schüssel raus. Also, gesellschaftliche Gesamtkosten ist die Summe aus erwarteten Schaden plus Sorgfaltskosten des X plus Sorgfaltskosten des Y. Ne? Und das haben wir wieder abgetan in Abhängigkeit der Vorsichtskosten des Schädigers und der Vorsichtskosten des Geschädigten. So, und Sie sehen, die Gesamtkosten haben irgendwo in der Mitte. Irgendwo in der Mitte hier sehen Sie, ist so ein blauer Bereich. Ne? Können Sie sich vorstellen, der Boden, der tiefste Punkt einer Schüssel, die nicht ganz eben ist unten. Da irgendwo ist das Minimum, also bei irgendeinem mittleren Niveau von x und y. Okay? Und weiter außen sind die gesellschaftlichen Gesamtkosten wieder höher. Okay? Okay, aber wenn wir jetzt damit ökonomische Analysen anstellen wollen, ist diese Darstellung natürlich nicht so praktisch. Da können wir jetzt schwer zusätzliche Linien einzeichnen, zumindest schwer erkennbar. Okay? Das heißt, wir brauchen irgendeine Möglichkeit, diese Darstellung zu vereinfachen. Und wenn Sie sich zurückerinnern an die Mikroökonomik, haben wir da das Konzept
Bei der Mikroökonomik hatten wir ja das Konzept der ISO-Linien. Und das benutzen wir hier auch. Okay? Wir schauen, wir benutzen jetzt so eine Darstellung, ne, eine ganz normale zweidimensionale, einfach nur, wo einfach nur x und y abgetragen sind, also die Vorsichtskosten jeweils, und projizieren die Schüssel, die wir eben gesehen haben, diese hier, die projizieren wir in dieses Bild nur noch in Höhenlinien. Okay? Für jedes Niveau an Gesamtkosten, also sagen wir mal, jede Farbe hier steht für ein bestimmtes Niveau an Gesamtkosten. Für jedes dieser Niveaus zeichnen wir nur noch eine Höhenlinie quasi in diese zweidimensionale Grafik ein. Okay? Und überall auf dieser Linie gelten die gleichen gesellschaftlichen Gesamtkosten. Ne? So wie wir in der Mikroökonomik Indifferenzkurven hatten, auf der überall der gleiche Nutzen gilt. Ne? Hier haben wir nochmal die Tabelle von vorhin zum Vergleich. Da sind zwar jetzt nur 9 Werte drin, aber wir können sie trotzdem erstmal benutzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie so eine Grafik denn aussehen muss. Betrachten wir erstmal das Gesamtkostenniveau von 44. Das wäre zum Beispiel gegeben dadurch, dass der Schädiger keine Sorgfalt spielt. Und der geschädigte maximale Sorgfalt, ne, da haben wir hier da haben wir 44 an Gesamtkosten. Noch ein Punkt, wo Gesamtkosten von 44 auftreten, ist hier. Das tritt auf, wenn der Schädiger 20 aufwendet. Und der Geschädigte 12. Sie sehen es hier. Haben wir auch Gesamtkosten von 44. Und wir haben noch einen dritten Punkt, wo Gesamtkosten von 44 auftreten. Nämlich, wenn der Schädiger ist 20 aufwendet und der Geschädigte 0. Das wäre dann nicht der, sondern der. Okay. Sie sehen jetzt in der Grafik haben wir drei Punkte eingezeichnet. Hier, hier und hier. Und auf allen diesen Punkten, bei allen diesen Strategienkombinationen ergeben sich gesellschaftliche Gesamtkosten von 44. Okay? Und diese drei Punkte kann ich jetzt verbinden, und, um die sogenannte Höhenlinie für die Gesamtkosten 44 zu kriegen. Okay? Das würde ungefähr so aussehen. Wir wissen ja aus der vorigen Abbildung, dass es von oben eine Schüssel ungefähr geben soll. Ne? Deswegen ist das hier so ein bisschen kreis- oder ovalförmig. Für die Gesamtkosten von 42 haben wir auch mehrere Punkte. Einmal bei x gleich 10 und y gleich 0. Genau, das wäre dieser Punkt hier. Außerdem noch bei einem zweiten Punkt, nämlich bei x gleich 0 und y gleich 12. Das wäre dieser Punkt. Okay, das heißt, die Höhenlinie, die ISO-Kostenlinie für die Gesamtkosten 42 muss durch diese beiden Punkte verlaufen. Das könnte so aussehen. Wir wissen ja, das Kostenminimum muss irgendwo in der Mitte liegen. Ne? Das heißt, das muss alles ineinander immer gestapelt sein. Und je weiter nach innen wir kommen, desto niedriger sind die gesellschaftlichen Gesamtkosten. So, und das Kostenminimum, zumindest laut der Tabelle, ist bei 40. Eine bessere Info haben wir jetzt nicht. Wir nehmen einfach mal an, 40 wäre tatsächlich der Punkt, wo die Gesamtkosten für die Gesellschaft minimal sind. Und das ist hier, wenn nämlich beide Spieler mittlere Vorsicht spielen, das wäre quasi
der tiefste Punkt in der Schüssel. Ne? Wenn Sie sich eine Schüssel vorstellen, die unten nicht ganz plan ist, dann wäre das, wenn die Schüssel oben eben wäre, der allertiefste Punkt. Okay? Ja, wir nehmen jetzt einfach mal an, das ist tatsächlich das Minimum. Es muss natürlich nicht so sein. Es könnte natürlich das einfach nur ein Punkt auf einer ISO-Kostenlinie für 40 sein und das echte Minimum ist irgendwo da drin. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal an, dass dass die 40 das echte Minimum ist, okay? Damit wir uns nicht damit auch noch beschäftigen müssen, das Minimum zu finden. So. Sorry. Was ist jetzt die optimale Sorgfalt? Stimmt die Grafik jetzt? Okay, ich mache einfach mal weiter. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil jetzt doch nicht die 40 als Gesamtkostenminimum genutzt wird. Okay, vielleicht für diese grafische Darstellung nehmen wir an, es ist nicht bei 40, sondern die Gesamtkosten sind irgendwo noch niedriger, okay? Einfach damit wir noch eine dritte ISO-Kostenlinie haben, damit das Bild ein bisschen schöner ist. Okay, jetzt können wir uns fragen, wenn wir diese Höhenlinien haben, was ist denn die optimale Sorgfalt? Ne? Was ist die optimale Sorgfalt? Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Die Sorgfalt, die wir gerade erfüllen müssen, um nicht mehr fahrlässig zu sein. Bei einseitiger Schadensverursachung hatten wir ja festgestellt, dass die optimale Sorgfalt im Minimum der Gesamtkosten liegt. Das könnten wir auch hier sagen. Der Geschädigte hat seine im Verkehr erforderliche Sorgfalt dort erreicht, wo er das gesamtkostenminimierende Y wählt. Bei Y opt. Das wäre hier. Und auch für den Schädiger wäre dann gegeben, dass die im Verkehr erforderliche Sorgfalt dort gegeben ist, wo die Gesamtkosten minimiert werden, also bei X opt. Ne? Und jetzt per Annahme haben wir für beide Parteien eine im Verkehr erforderliche Sorgfalt festgelegt. Wir nehmen mal an, dass es stimmt. Was heißt das jetzt für die Fahrlässigkeit? Wir können in der Grafik jetzt eintragen, wer wann fahrlässig ist und wann nicht. Ne? Sie erkennen schon, durch diese gestrichelten Linien haben wir vier Bereiche in der Grafik. Die Höhenlinien machen wir mal weg, damit es übersichtlicher ist. Brauchen wir jetzt für die Logik nicht mehr. Wir haben ja das Gesamtkostenminimum gefunden und wir wissen, dass es nach außen immer höher wird. Okay? Was ist denn oben rechts? Oben rechts leisten beide mindestens die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Ne? Denn im Bereich oben rechts spielen beide mindestens x-opt und y-opt, das heißt, keiner von beiden ist fahrlässig. Was ist unten links? Unten links sind beide fahrlässig, weil beide unterhalb der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt sind. Ja? Rechts unten ist der Schädiger nicht fahrlässig, weil er über x-opt drüber ist, aber der Geschädigte ist fahrlässig, denn er ist unter y-opt. Und links oben ist es dann genau umgekehrt. Der Schädiger ist fahrlässig, denn er ist unter x-opt. Und der Geschädigte ist nicht fahrlässig, denn er ist über der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt von y-opt. Und wenn wir uns jetzt die Wirkung und die Effizienz von Haftungsregeln anschauen, machen wir häufig an solchen Überlegungen, an solchen grafischen Überlegungen fest, wer den Schaden zu tragen hat. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie das verstehen. So. Nochmal, jetzt schauen wir uns mal das Beispiel der Verschuldenshaftung an. Das ist jetzt die reine Verschuldenshaftung, okay? Also, was heißt reine Verschuldenshaftung? Eine Regel, bei der der Schädiger den Schaden tragen muss, wenn er fahrlässig ist, unabhängig vom Geschädigten. Okay? Die Regel, obwohl wir jetzt auch verschiedene Sorgfaltsniveaus des Geschädigten haben, diese Regel bezieht sich nur auf die Sorgfalt des Schädigers. Und Sie sehen, das führt manchmal zu ungerechten Ergebnissen, zu intuitiv ungerechten Ergebnissen. Unten rechts, das was jetzt schon rosa eingefärbt ist, unten rechts gilt, dass der Schädiger die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat, also nicht fahrlässig ist. Also muss der Geschädigte den Schaden tragen. Irgendjemand muss ja den Schaden tragen.
Genauso oben rechts. Auch da ist der Schädiger nicht fahrlässig, weil er immer noch, weil er über X opt ist. Und wieder muss irgendjemand den Schaden tragen und das ist dann der halt der Geschädigte. Ne, das wäre dieser rosa Bereich hier. Okay. Wie ist es links oben, wenn nur der Schädiger fahrlässig ist? Sie erinnern sich an die Regel, die Verschuldungshaftung bezieht sich nur auf die Fahrlässigkeit des Schädigers. Das heißt, wenn der Schädiger in dem Bereich, wo der Schädiger fahrlässig ist, haftet er auch. Das heißt, links oben auch. Ne? Wir wissen, da der X handelt hier fahrlässig, also trägt er hier auch den Schaden. Unabhängig davon, was der Y gemacht hat. Das gleiche gilt links unten. Wenn beide fahrlässig handeln, ist es auch egal, dass der Geschädigte jetzt fahrlässig war. Der Schädiger trägt hier den Haften, weil er der Schädiger fahrlässig war. Okay? So, wir haben jetzt gesehen, hier ergibt sich jetzt ein bestimmtes Bild für die Verschuldenshaftung und auf diese Weise, wie wir es eben gemacht haben, können wir sehr, sehr viele Haftungsregeln untersuchen. Können sich, denke ich mal, gut vorstellen. Genau, und jetzt schauen wir uns mal an, wie Haftungsregeln wirken. Und wir fangen wieder mit der Tabelle an, die Sie schon kennen. Wir sind hier immer noch bei der reinen Verschuldenshaftung. Und bei jedem Tabelleneintrag müssen wir uns jetzt überlegen, wer haftet und wer den Schaden trägt. Wir hatten ja gesagt, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ist gegeben durch die Strategienkombination, bei der die Gesamtkosten minimal sind. Also bei 10 für den Schädiger und 12 für den Geschädigten. Okay, bitte beachten, das gilt jetzt nur für die Tabelle. Ne? In der Grafik hatten wir ja angenommen, es gibt noch ein... In der Grafik hatten wir ja gesagt, es gibt noch niedrigere Kosten, aber mit den Strategienkombinationen, die hier gegeben sind in der Tabelle, gibt es keine bessere Möglichkeit. Okay, und das sieht jetzt schon fast wie ein Spiel aus, so wie wir es kennen, aber wenn Sie sich daran erinnern, was die Zutaten für ein Spiel sind, dann fehlen noch die Auszahlungen der Spieler. Hier haben wir jetzt bis jetzt nur eingetragen, der Schaden, der entsteht und die gesellschaftlichen Gesamtkosten. Aber wir haben nicht für jeden Spieler eingetragen, was er denn an tatsächlichen Gesamtkosten individuell zu tragen hat. Okay? Das müssen wir uns jetzt für jedes Feld überlegen und dann haben wir ein ganz normales Spiel in Normalform. Wie ist das denn oben links? Oben links. Oben links hat der Schädiger Kosten von 45. Warum? Weil er fahrlässig ist. Er ist unter der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Und... Moment.